Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast jettet und chattet um die Welt, immer auf der Suche nach spannenden Modetrends. Herzlich willkommen, Jessica Weiß. Hallo, ganz schön, dass Sie da sind. Danke. Ihre Eindrücke von den Laufstegen in New York, London, Mailand oder Paris postet sie umgehend auf ihrem Modeblog Le Mats mit großem Erfolg. Weit über 600.000 Fashion Victims klicken sich jeden Monat durch ihre Seite. Mit Jessica Weiß spreche ich über Freizeitkleidung, Freiheit im Internet und Fernweh, über das Leben in Deutschland mit diesen Themen. Socken und Sandalen. Deutschland gilt als Land der Modemuffel. Wir zeigen die hartnäckigsten Klischees über die Outfits der Deutschen. Kampagnen gegen Kontrolle. Der Verein Digitale Gesellschaft will sich für die Interessen von Internetnutzern stark machen. Wir fragen Bloggerin Jessica Weiß, was sie davon hält. Und entspannen und erholen. Die jährliche Urlaubsreise hat für die Deutschen oberste Priorität. Auch unser Studiogast liebt das Reisen. Das alles und noch viel mehr heute bei Typisch Deutsch. Ja, und heute bei uns Jessica Weiß. Den ganzen Tag nur Mode. Ist das nicht langweilig? Nee, das wird nie langweilig. Das ist ganz merkwürdig. Ich dachte das auch. Aber man muss es kombinieren mit Lifestyle-Themen. Ich berichte auch über Ausstellungen, über ein bisschen Kunst und Leute. Ja, nicht unbedingt. Ab und an, klar. Oder Veranstaltungen oder eben alles, was auch so ein bisschen Schnittpunkte hat mit Mode. Wie lange brauchen Sie morgens so vom Kleiderschrank? Ich bin relativ uneitel tatsächlich. Ich brauche nicht so lange. Das sagen ja alle. Ja. Nee, aber ich bin meistens den ganzen Tag im Büro tatsächlich. Wenn ich in Berlin bin, sitze ich vorm Computer und da brauche ich mich ja nicht wirklich rausputzen. Also ich brauche eine halbe Stunde morgens vom Bad bis anziehen. Ja. Das ist okay. Ja. Dann sieht man so weißes Hemd, dunkelblauer Anzug und so. Kurze Stilkritik des Moderators. Da gibt es nicht viel zu kritisieren, weil das sehr klassisch ist. Oh. Ne? Also das ist, das ist einfach nicht mal so. Weiße Socken an. Und was haben Sie sich jetzt bei Ihrem Kleid gedacht? Was ich mir dabei gedacht habe, ich mag sehr gerne skandinavische große Säcke. Nee, ich mag es gerne irgendwie farbenfroh. Und das ist eine dänische Designerin, die ich sehr mag. Und das dachte ich, passt zu mir. Ich dachte immer Paris und New York und Mailand, Dänisch. Ich glaube, das ist so dieses gängige Bild, was man hat, dass man aussehen möchte wie in London oder in Paris. Aber ich mag sehr gerne skandinavische Mode, die sehr schlicht ist und relativ schick, aber die braucht nicht so viel Außergewöhnlichkeit. Also das Fichtenregal in der Fashion. Ja, so ungefähr. Man kann das dann mal so ein bisschen mit Accessoires aufpeppen. Sie sind angeblich 24 Stunden am Tag online. Mhm. So schlafen ist überbewertet, oder? Ja, also ich bin tatsächlich sehr viel online, aber ich habe es mir schon angelernt, jetzt mittlerweile auch mal Feierabend zu machen. Man kann ja heutzutage sehr gut auch mit seinen Smartphones immer im Internet unterwegs sein. Das mache ich natürlich auch. Aber ich habe mir gesagt, irgendwie am Wochenende mache ich dann mal frei. Haben Sie da so Suchttendenzen? Ja, extrem. Also ich glaube, wenn ich mal ein paar Stunden lang keine E-Mail kriege, würde ich das schon extrem komisch finden. Also auch als Beleidigung, ne? Man gilt nichts mehr. Ja, so ein bisschen, genau. Also es ist schon, man lebt so in diesem Social-Media-Dunstkreis auch so ein bisschen. Ne? Da gibt es ja alles von Facebook über Twitter bis hin zu Kommentaren, die man von Lesern bekommt. Da wäre es schon komisch, wenn da nichts mehr ist. Wie ist das, wenn jetzt so die Kollegin von der Vogue so des Weges kommt? Nimmt die sie ernst oder zur Kenntnis? Oder sagt die, was will das Küken hier? So war es garantiert am Anfang. Es war schon ein harter und auch steiniger Weg. Man muss ja sagen, ich bin eine Quereinsteigerin. Ich hab das nicht gelernt, über Mode zu schreiben. Sie dürfen das eigentlich gar nicht. Ich darf das nicht. Habe es einfach gemacht. Klar muss man sich da Respekt erarbeiten. Also man muss immer am Ball bleiben, gute Leistungen kontinuierlich wirklich abliefern, damit man sich irgendwann mal so ein bisschen in einen gewissen Status erarbeitet hat. Das ist Gott sei Dank bei Le Mats passiert. Sie sind schneller als die anderen, ne? Es gibt viele Vorteile von Blogs. Natürlich ist das zum einen diese Subjektivität. Also abends ist eine Modenschau in Mailand und eine Stunde später ist es bei Ihnen auf der Seite. Genau, richtig. Also bei der Vogue muss ich 4 Wochen warten. Genau. Oder länger. Ja. Richtig. Also klar, auf der einen Seite die Subjektivität, das ist nicht mehr von oben herab.
die Modewelt ist plötzlich für alle geöffnet worden im Prinzip. Dann die Schnelligkeit, Aktualität ist extrem wichtig. Ich habe gerne Nachrichten als allererste. Das ist einfach, das gehört einfach dazu. Ne? Das heißt aber auch, Sie müssen permanent am Ball bleiben. Also Sie können sich jetzt nicht mal 4 Wochen auf einer einsamen Insel zurückziehen und sich mal... Das muss man lernen. Ich habe mal 2 Wochen neulich das erste Mal Urlaub gemacht. Und da war ich auch wirklich gar nicht online. Das bedarf aber viel Vorbereitung und natürlich auch Ersatz. Also ich hatte da schon Leute, die mir geholfen haben mit dem Schreiben. Ist das, also ja. Kann man Ihren Stil ersetzen? Kann man sich da einfach jemand anders nehmen, der dann auch so ein bisschen rumblockt? Oder wollen die Leute das Original? Man kann es nicht ersetzen, das auf keinen Fall. Aber es gibt bestimmte Themen, die auch natürlich jeder andere schreiben könnte. Aber wenn es um persönlichen Stil geht oder wie ich Dinge empfinde, dann geht das natürlich nicht. Aber ich habe, man eignet sich das schon an, dass man das auch so sein Wissen weitergeben kann. Und sagt, macht es mal vielleicht eher so in die Richtung. Ich habe 2 liebe Praktikantinnen, da geht das dann. Ja. Können Sie sich vorstellen, jetzt von einem großen Modemagazin zum Beispiel Chefredakteurin zu sein? Oder wäre das was völlig anderes? Ich glaube schon, dass es was anderes wäre, weil ich extrem online geimpft bin. Ich glaube, es wäre komisch, wenn ich mich auf diese Langatmigkeit von Print, wenn ich mich da ändern müsste. Auf der anderen Seite wäre es aber eine Herausforderung. Ne? Es ist schon toll zu sehen. Ja, aber früher war es doch immer so, die online gemacht haben, die wollten dann immer irgendwann mal zum richtigen Spiegel oder Stern oder Zeit oder wo auch immer. Das ist nicht mehr so, oder? Das ist für Sie nicht Ziel. Es ist nicht mein Ziel, aber ich bemerke natürlich schon, dass Print nach wie vor das Wichtigste ist. Also es ist vor allen Dingen von der Relevanz her, wird natürlich online noch ein bisschen stiefmütterlich beachtet im Prinzip. Deswegen ist Print immer noch so das Wichtigste für alle anderen. Ich glaube, wir sind da aber im Umbruch. Ich schätze, das wird sich in den nächsten Jahren ändern, ja. Blogger gelten ja so ein bisschen so als Robin Hoods. Die sind so unabhängig und machen das alles so aus ihrer Dachstube oder aus ihrem alten Kinderzimmer raus. Sie haben ja nun als relativ großen Partner den Burda Verlag. Ist das nicht eigentlich rufschädigend? Also dann sind Sie ja gar nicht mehr unabhängig. Genau, ja, das könnte man denken. Das ist ganz toll, weil es nicht so ist. Wir haben das Blog angefangen alleine. Ich habe das mit einer Freundin gegründet, mit Julia. Wir haben es damals aus Langeweile gemacht. Unsere Studiengänge waren extrem langweilig. Wir haben einfach nur über das, was uns interessiert hat, geschrieben. Und das wiederum war in dieser Konstellation sehr neuartig. 2 Mädels, die unverblümt über Mode schreiben. Das stieß beim Burda Verlag das kam da irgendwie ganz gut an. Das kannten die so das nicht. Das kannten sie so jetzt nicht unbedingt. Da gab es eine Person, die da Potenzial drin gesehen hat. Also das kann man nicht anders sagen. Aber es gab auch Skeptiker, die gesagt haben, was wollen wir mit denen? Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze mal, das gibt es bestimmt heute immer noch. Ne? Ja. Aber es war schon so, dass man da Potenzial drin gesehen hat. Wir haben das ausprobiert. Und da hat natürlich dann auch viel Glück, aber auch Arbeit mitgeholfen, dass es was geworden ist. Sind wir echt so schlimm im internationalen Vergleich? Ja, sehe ich ein, dass Mode auch natürlich Funktionen haben muss. Aber es ist im internationalen Vergleich schon so, dass wir da ein bisschen zurückliegen. Warum das so ist, das werde ich sehr oft gefragt. Ich kann es gar nicht beantworten. Aber es liegt einfach nicht so... Karl Lagerfeld, Wolfgang Job, Gabriele Strehle, Jill Sander und dann noch hier Ausnahmen, die beiden blonden Klum und wie heißt die andere? Claudia Schiffer. Genau, das sind ja... Genau. Hammer! Ja, total toll. Und das brauchen wir auch. Also gerade Karl Lagerfeld ist sehr wichtig. Finden Sie? Ja, auf jeden Fall. Ja ein bisschen in der Modebranche ist er ist einfach Multitasking-Talent. Also der kann alles, macht alles sehr gut und auch mit so viel Engagement und Liebe. Haben Sie den mal getroffen? Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber ich habe schon eine Show von ihm gesehen. War auch schon mal bei Chanel, ja. Aber verrückt ist ja schon, oder? Der ist schon, ja, aber ich glaube, das ist so eine gesunde Verrücktheit, gehört schon dazu. Was sind so die schlimmsten deutschen Stilsünden? Also wenn Sie so jetzt in Berlin auf die Straße gehen, wo packt Sie das kalte Grauen? Ich versuche da gar nicht so viel drauf zu achten, wenn ich ehrlich bin. Dieses Grauen, das sehe ich auch in anderen Ländern, auf anderen Straßen. Ich glaube, es ist aber einfach prinzipiell so, dass wir in Deutschland uns eher um andere Dinge kümmern. Autos, Familie, ist alles ein bisschen wichtiger. Regieren zum Beispiel. Also wir hatten ja Bilder von Frau Merkel, die ja einen sehr eigenen Stil hat. Auf jeden Fall. Das könnte natürlich... Den so? Könnte ein bisschen femininer sein, auf jeden Fall. Man darf es aber auch nicht übertreiben. Wenn man in so einer wichtigen politischen Stellung arbeitet, dann darf der Fokus nicht auf der Mode allein liegen. Das soll nur gut aussehen. Ja.
Also Sie lassen das mal so durchgehen? Oh ja, das lasse ich auf jeden Fall durchgehen. Also da natürlich sieht man auch international, wie das die First Ladies so machen im Vergleich. Also eine Carla Bruni zum Beispiel. Ja, die ist ja auch nicht die, obwohl vielleicht sie, ja, nee, doch aber ich, die wenn man überlegt, dann zum Beispiel bei uns der deutsche Vergleich, ja. Das ist dann ein bisschen was anderes. Ne? Aber ich finde schon, dass es uns einfach nicht in die Kultur gelegt wurde. Mode ist kein Kulturbestandteil in Deutschland. Sagt das was über unsere Gesellschaft? Also jetzt im Vergleich zu Franzosen, Italienern? Nö, also es ist so eine gewisse Bodenständigkeit, die ich ja eigentlich auch ganz sympathisch finde. Ja, ich meine, Sie kommen aus Essen. Da ist ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da ist die Bodenständigkeit zu Hause, das oder? Stimmt, ja. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Die ist übrigens auch sehr wichtig, wenn man sich viel so im Modezirkus aufhält. Es ist immer wichtig, irgendwie mit den Beinen am Boden zu bleiben. Beliebtes Spiel in Deutschland. In welcher Stadt sind die Leute am besten angezogen? In Deutschland? Ja. Mir gefällt ja tatsächlich Berlin sehr, sehr gut. Ach, weil einfach eine Vielfalt auf den Straßen hat ist. Viel von Dänemark. Ja, es geht schon so in die Richtung, in die skandinavische Richtung. Düsseldorf, München haben auch einen sehr eigenen Look. Die sind aber eher ein bisschen spießiger. Ne? Mhm. Ich habe vorher in Köln gelebt. Köln hat mir auch sehr gut gefallen. Aber es ist alles etwas sportlicher. Also eher komfortabel als jetzt irgendwie groß sich rausputzen. Also leben wir hier in der Modehauptstadt. Gut zu wissen. Ja. Ja, großer Glaubenskrieg. Die einen sagen Post-Privacy, also Privatheit gibt es sowieso nicht mehr. Alles ins Netz, alle Fotos, alle Kontonummern ist egal. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, wir müssen da aber über mal so Mauern sperren und so weiter. Geht aber nichts. Wo stehen Sie da? Ich glaube, in der Mitte. man muss sich definitiv darüber bewusst sein, was man ins Netz stellt und wie viel Privates dabei ist. Also das Beispiel Facebook ist da ja immer sehr interessant, was die mit unseren Daten heute alles schon machen können. Ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist, kann man da schon einige Sachen eben umgehen. Stellen Sie Urlaubsfotos ins Netz? Ja, ausgewählte Bilder. Wenn sie zum Thema passen. Genau, wenn sie zum Thema passen. Aber man kann ja auch immer seinen Standort angeben. Die Leute können verfolgen, wo man sich im Moment befindet, wo das Bild ist. Da muss man echt wirklich zweimal überlegen, will ich das gerade oder eben nicht. Braucht man so eine Interessenvertretung wie die digitale Gesellschaft? Die richten sich ja eher an den Staat. Also ja. Sachen wie Urheberrecht, Netzsperren und sowas. Ich habe eigentlich mehr Angst vor Facebook, Google und Apple, ehrlich gesagt. Ja, ich denke mal, das wird auch der nächste Punkt sein, der kritisiert wird. Es ist natürlich immer schwierig, da vor allen Dingen mit Gesetzen überhaupt ranzukommen. Die sichern sich ja alle ab. Die Gesellschaft, finde ich, ist eine sehr gute Sache. Da muss dann schon geschaut werden, wie die Gesetze aussehen. Sind die umsetzbar? Was hat es für Vor- und Nachteile im Netz? Und da muss es schon Stimmen geben, die sich damit auseinandersetzen und das auch herantragen an Leute, die nicht so viel Ahnung davon haben. Sind Sie auch in so einem Zusammenschluss irgendwo organisiert? Sind Sie auch so politisch, netzpolitisch aktiv? Nee, gar nicht. Fühlen Sie sich von denen vertreten, von dieser Elite? Ich glaube, 1:1 wirklich jede Meinung zu übernehmen, ist schwierig. Das würde ich bei wenigen Sachen so sagen. Es gibt durchaus Punkte, wo ich zustimme, was ich auch unterstützen würde. Ja. Aber es ist ja auch keine Gemeinde, es ist ja auch ein sehr heterogener Haufen. Also es sind schon viele Individualisten, die da alle alles besser wissen, oder? Auf jeden Fall. Also wir sind ja ganz anders. Ja, total anders. Eins müssen Sie mir noch erklären. Sie sagen, Sie scannen regelmäßig, Sie jetzt alleine 400 Blogs. Das ist ganz schön viel. Ich meine, wenn die jeden Tag oder nur einmal die Woche updaten, dann haben sie da ganz schön viel zu tun. Extrem viel. Es ist also, scannen ist ein ganz gutes Wort. Ich scrolle mich da durch und versuche, kann mittlerweile sehr gut filtern. Natürlich lese ich nicht Zeile für Zeile, aber ich kann sehr gut filtern, was ist interessant, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Da muss man einfach irgendwann schneller werden. Das ist Voraussetzung im Netz. Einfach noch schneller werden. Einfach immer noch schneller. Ja, machen Sie mal. Das finden wir Älteren etwas besorgniserregend, aber ist Ihnen egal. Sie haben noch eine Leidenschaft außer dem Internet, also immerhin bleibt Zeit, das Reisen. Ja. Und das teilt Jessica Weiß mit vielen Deutschen. Reiselust. Die Deutschen wollen Sonne, Strand und Meer. Und nach dem Ende der Wirtschaftskrise können die meisten auch wieder entspannter in den Urlaub fahren. Reiseweltmeister, auf diesen Titel sind die Deutschen seit langem abonniert. Ja, hat schon oberste Priorität. Also so im ganzen Alltag doch mal ein bisschen sich erholen, muss schon sein. Sich mal auch mental mit Dingen beschäftigen, für die man sonst im Tagesgeschäft keine Zeit hat. Nach den Unruhen in Ägypten und Tunesien ist bei den Deutschen vor allem Spanien gefragt, Mallorca oder die Kanaren. Auch die Türkei ist gut gebucht.
Für den Sommer erwarten aber auch viele ägyptische Hoteliers wieder steigende Touristenzahlen, sofern die Lage sich beruhigt. Man sieht, die Nachfrage kommt langsam. Es gibt sehr attraktive Angebote. Bei Tunesien, ein ähnliches Ziel, ist noch ein bisschen hinter Ägypten zurück. Aber wir denken, dass das in den nächsten Monaten kommen wird. Und dort kann man zum Beispiel für 299 Euro eine Woche Urlaub machen. Preise, für die man in Städten wie London oder Rom keinen Urlaub machen kann. Trotzdem werden Städtereisen immer beliebter. Doch egal, ob am Meer oder in der Stadt, Urlaub, sagen Freizeitforscher, ist für die Deutschen die populärste Form des Glücks. Eher verzichten wir auf Alltagsgüter, eher verschieben wir den neuen Autokauf oder die neue Couchgarnitur, als dass die besten Wochen des Jahres wirklich zu Hause verbracht werden müssen. Darauf leben wir fast 50 Wochen hin, wir sparen darauf 50 Wochen hin. Ja, und viele freuen sich auch 50 Wochen auf den Urlaub. Rund 60 Milliarden Euro haben die Deutschen letztes Jahr allein für Auslandsreisen ausgegeben. Und die Branche freut sich. 2011 könnte ein neues Rekordjahr werden. Ach, geht's uns schlecht, wa? Sie waren 2 Wochen, haben sich neulich Urlaub gegönnt. Was sind Sie für ein Urlaubstyp? Städtereisen, einsame Berghütte, Strand, Berge? Also jetzt muss ich sagen, ich mag wirklich alles. In 2 Wochen, klar, bei Ihrem Tempo. Städtereisen mache ich sehr viel durch die Arbeit. Also ich reise viel in Städte, um über Mode zu berichten. Deswegen bin ich, wenn ich dann Privaturlaub habe, eher so der Strandtyp im Sommer. Und im Winter fahre ich Ski. Ach so, also Kultur und so, Museen brauchen Sie nicht. Das mache ich dann ja wirklich, wenn es mal wirklich was Außergewöhnliches gibt. Aber das mache ich so sehr in meinem Job, dass es eben für mich dann nicht so die Erholung im Urlaub ist, leider. Gar nicht so. Und sind Sie dann so typisch deutsch, dann auch so Mallorca, Gran Canaria, Wolfgangsee? Nein, also ich war auf jeden Fall schon mal auf Mallorca, natürlich. Aber ich möchte jetzt, wenn ich schon auf eine Reise spare, möchte ich auch mal ein bisschen weiter wegfliegen. Sind Sie auch so jemand, ich finde das hochinteressant, Deutsche sagen immer, oh, ich war da und da im Urlaub und da waren fast keine Deutschen. Das gilt immer so als Qualitätsmerkmal, dass da ein bisschen leiser oder gesitteter zugeht. Müssen Sie auch immer irgendwo hin, wo keine Deutschen sind? Was praktisch nicht geht? Das geht praktisch tatsächlich nicht. Ich war in Thailand kürzlich. Da gab es natürlich ein paar Deutsche, aber es gab fast nur Schweden. Und dann muss man sich auch überlegen, die brabbeln alle den ganzen Tag auf Schwedisch. Will ich das jetzt auch haben oder können sie auch direkt Deutsch sprechen? Ist eigentlich auch egal. Eigentlich ist wurscht. Das ist die Globalisierung. Ja, irgendwo ist immer einer. Richtig. So, was ist Ihr absolutes Traumziel? Ich möchte auf jeden Fall noch mal nach Südamerika. Und ich möchte Tokio noch mal sehen und ansonsten bin ich schon extrem glücklich mit dem, was ich gesehen habe. Also Ihre Arbeit ist schon auch manchmal Urlaub, oder? Oder haben Sie mal so 1-2 Tage, wo Sie dann in Paris rumträumen können? Nee, leider nicht. Nee, das stellt man sich so vor, das wäre auch total toll. Aber im Gegenteil, Reisen ist sogar der anstrengendste Teil des Jobs. Weil ich den ganzen Tag unterwegs bin und alles sammle und aufschreibe. Und dann muss halt nachts, bis spät in die Nacht, getippt werden und alles dann eben verarbeitet werden, damit am nächsten Morgen die Leser auch wieder was... Das ist ja in Ordnung, aber dann am Tag drauf könnten Sie doch mal... Nee, da müsste ich mir ja dann Urlaub nehmen. Ist das so? Also es ist ja Ihre eigene Firma. Können Sie ja entscheiden, ob Sie Urlaub nehmen? Ja, nee, ich muss das schon bei meinem Verlag einreichen natürlich. Ist das so? Ne? Ja klar, ich kriege natürlich Ausgleichstage, wenn man mal am Wochenende arbeitet, aber... Das ist schrecklich, ist ja wie bei den Alten. Ganz zum Schluss kommen wir noch zum typisch Deutsch-Spiel. Zwei Antwortmöglichkeiten, Sie entscheiden sich für eine. Karl Lagerfeld oder Vivienne Westwood? Karl Lagerfeld. Online oder offline? Online. Buch oder Blog? Blog. Sightseeing oder Strandurlaub? Strandurlaub. Berlin oder Paris? Berlin. Da haben Sie die richtige Antwort gegeben. Vielen Dank, das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank an Jessica Weiß, vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen über Mode, Modemuffel und Meinungsfreiheit. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.